Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. 4 Monate ist das Jahr nun mittlerweile alt und natürlich habe ich in den 4 Monaten auch neue Bücher bei mir einziehen lassen, über die ich gerne mit euch jetzt sprechen möchte. Nicht über alle, weil ihr wisst, ich tue meine Neuzugänge auch in 5er-Gruppen einteilen und die erste 5er-Gruppe möchte ich euch natürlich jetzt zeigen. Wenn ihr euch jetzt fragt, hey, du hast ja in deinem letzten Video gesagt, dass du dir keine neuen Bücher mehr anschaffst. Dem ist auch immer noch so. Aber die Bücher, die ich euch jetzt zeige, sind alle vor dem 6. Mai bei mir eingezogen und von daher also noch regelkonform gekauft. Regelkonform, das meine ich damit, dass ich mir in meiner letzten Subetappe eine neue Regel auferlegt habe. Und zwar, solange ich die Bücher, die bei meiner letzten Etappe übrig geblieben sind, nicht gelesen haben, dürfen auch keine neuen Bücher bei mir einziehen. Ja, das macht es ein bisschen spannender, macht so ein bisschen mehr den Challenge-Charakter und sorgt auch noch zusätzlich dafür, dass endlich mein Sub abgebaut wird und dass da so ein bisschen Stillstand herrscht, jedenfalls so lange, bis diese beiden Bücher gelesen sind. Und ich hoffe, so ein bisschen mehr meinen Sub unter Kontrolle zu kriegen. Ich habe auch nichts eigentlich gegen einen hohen Sub, aber ich finde, so langsam sollte das mal ein bisschen abgearbeitet werden, beziehungsweise ein bisschen runtergehen. Und falls ihr einen hohen Sub habt, fühlt euch bitte nicht auf den Schlitz getreten. Jeder kann so viele ungelesene Bücher in seinem Regal oder wo auch immer haben, wie er mag und wie er sich wohlfühlt natürlich. Es wird jetzt höchste Zeit, dass ich zu den Büchern komme, weil ich habe jetzt lang genug geredet. Bei der 5er-Gruppe sind 2 Bücher dabei, die ich von einer Autorin mir gekauft habe, die ich dieses Jahr erst wieder neu entdeckt habe und ich sehr, sehr gespannt bin auf ihre weiteren Bücher und deswegen sind die bei mir eingezogen. Und 3 Bücher, die sich mit einem Thema beschäftigen, wo ich auch gesagt habe, dass ich mich näher mit diesem Thema beschäftigen möchte. Und ich würde fast sagen, dass es sich um so Halbklassiker oder moderne Klassiker handelt. Jedenfalls empfinde ich das so. Und genau diese Bücher möchte ich euch jetzt zeigen. Ich habe mich dazu entschlossen, mit den Büchern anzufangen von der Autorin, die mich einmal durch Trümmerkinder begeistern konnte und zum anderen durch Die andere Hälfte der Hoffnung. Ich hatte ja die Autorin dieses Jahr wieder für mich entdeckt und habe nach Der anderen Hälfte der Hoffnung einfach beschlossen, ich kaufe diese beiden Bücher jetzt, um wirklich was von ihr da zu haben, weil ich möchte es nicht nochmal so lange im Sande verlaufen lassen, diese Autorin weiterzulesen und hoffe sehr, dass ich die Bücher bald lesen werde. Und das erste Buch ist Der Geiger von Mertli Bormann aus dem Drömer Knauer Verlag. Das Buch sieht wie folgt aus und hat ein wirklich sehr, sehr schönes, stimmungsvolles Cover und es kann mich jetzt schon begeistern und ich habe jetzt auch schon direkt Lust, dieses Buch zu lesen. In Der Geiger geht es darum, dass Ilja Krenko im Mai 1948 seine Geige, seine wertvolle Geige und seine Familie verliert. Und sein Enkelsohn findet ja Jahrzehnte heraus, warum denn so ist oder beziehungsweise geht dem Ganzen auf den Grund. Und ich denke, dass wir hier einfach die Geschichte des Enkelsohns oder des Enkels, ich weiß nicht, ob es ein Enkel ist, ein Enkelsohn ist, besser gesagt, und wir verfolgen hier wahrscheinlich den Enkel, wie er die Geschichte aufdeckt und was hinter diesem großen Verlust steckt. Da wir im Jahre 1948 sind, wird es vermutlich kein sehr leichtes Thema sein, gehe ich mal davon aus und bin schon sehr gespannt, was hinter diesem großen Verlust stecken wird. Ich freue mich sehr auf dieses Buch. Ich bin schon sehr, sehr gespannt und kann es kaum noch erwarten zu lesen. Aber es warten ja wie immer andere Bücher erstmal gelesen zu werden. Das zweite Buch, was ich von ihr gekauft habe, ist Grenzgänger, ebenfalls von Mertli Bormann aus dem Drömer Knauer Verlag. Und das Buch sieht wie folgt aus. Es sieht sehr ähnlich aus wie Trümmerkinder. Das Cover ist nicht so hundertprozentig meins, ist aber auch gar nicht schlimm, weil es kommt ja schließlich auf den Inhalt drauf an. In Grenzgänger verfolgen wir die Protagonistin Henny, die 1951 beim Schmuggeln, also beim Kaffeeschmuggeln, erwischt wird. Und bei der Festnahme kommt ebenfalls heraus, dass sie sich um ihre jüngeren Geschwister kümmert. Und ich nehme an, dass hierhinter noch eine sehr, sehr
ja, starke Geschichte stehen wird, warum denn Henny ganz alleine ist, warum hat sie keine Eltern mehr, die sich ebenfalls um ihre Geschwistern kümmern und warum hat sie denn diesen Kaffee geschmuggelt. 1951 sind wir natürlich wieder in den Nachkriegsjahren, also einer sehr brisanten, ja, Zeit, die vermutlich für Henny nicht so einfach ist, und auch hier freue ich mich sehr auf die Geschichte. Beide Bücher haben so ungefähr 300 Seiten, also sind recht schmal, wenn man das mal sagen darf, aber ihre Bücher, also von Mechthild Bormann, sind immer so um 300, 400 Seiten, also ist eine sehr, sehr angenehme Seitenstärke und ich freue mich sehr auf die Bücher, aber auf meine neuen Zugänge freue ich mich ja in der Regel immer, weil sonst hätte ich sie mir ja nicht gekauft. Lasst mir doch gerne mal in den Kommentaren da, ob ihr der Geiger oder den Grenzgänger bereits kennt. Und ich freue mich darüber zu hören, wie euch die Bücher gefallen haben und wie sie euch begeistern konnten. Ich bin wirklich schon sehr, sehr neugierig darauf. Und wenn ich noch mehr darüber rede, weiß ich nicht, ob ich meine Leseliste vielleicht doch nochmal umarbeite und mein Verbot damit, neue Bücher zu kaufen, doch nochmal verlängern, weil die beiden Bücher noch länger darauf warten, gelesen zu werden und durch diese ersetzt werden. Wir bleiben gespannt. In die nächsten drei Bücher, die ich euch gerne zeigen möchte, sind Bücher, die den Akteur Klima bzw. Umwelt in sich haben. Wie ich in meiner Buchbesprechung Klima, deiner Zeit läuft ab von David Klaas gesagt habe, möchte ich gerne mich mehr mit diesem Thema beschäftigen, wo das Klima bzw. unsere Umwelt eine zentrale Rolle spielt. Und zu diesem Thema habe ich diese drei, ja, modernen Klassiker, würde ich fast sagen, gefunden, die mich sehr, sehr angesprochen haben. Und das erste Buch ist Ein Freund der Erde von T.C. Boyle aus dem DTV Verlag. Dieses Buch sieht wie folgt aus und hat ein sehr einfaches Cover, aber das soll mich ja nicht davon abhalten, dieses Buch zu lesen. In Ein Freund der Erde befinden wir uns im Jahre 2025 und die Treibhausgase haben ihre volle Macht entwickelt. So viel, ja, zu der Ausgangssituation. Mehr kann ich gar nicht mehr zu dem Buch sagen. Es steht zwar noch einiges dabei, dass verschiedene Mächte, ja, irgendwie gegeneinander wirken oder ja, das Problem zu lösen. Und dann folgen wir noch einem Protagonisten, wo ich natürlich Ty Tearwater heißt der Protagonist, folgen. Und ich bin schon sehr gespannt. Was mir so ein bisschen Sorgen bereitet, ist, dass dieses Buch so ein ganz klein bisschen satirisch sein soll und man hier ja auch lachen soll. Also es ist soll ein humoristisches Buch sein. Und wenn ich Erich Demmer von der Presse hier Glauben schenken darf und er sagte, eigentlich tragisch und dennoch werden permanent die Lachmuskeln strapaziert, dann macht es mir natürlich noch ein bisschen mehr Sorgen. Weil ich bin ja nicht so der satirische Leser bzw. der Leser von humoristischen Büchern. Aber dadurch, dass hier das Klima im Vordergrund steht bzw. hier verarbeitet wird, hoffe ich natürlich sehr, dass es mich trotzdem von sich überzeugen kann und ich hier das finde, was ich suche, und zwar den Akteur Klima bzw. unsere Umwelt. Ja, ich kann es nur probieren und versuchen und mal sehen, vielleicht ist das ja aber auch genau mein Humor, wir wissen es nicht, deswegen habe ich einfach mal gedacht, ich probiere es aus und wir bleiben gespannt, ob das was für mich ist. Das zweite Buch, was ich euch zeigen möchte, habe ich sehr lange gewartet. Auf der Webseite stand, dass es verfügbar war und ich dachte mir, hey, ich bestelle es gleich beim Verlag. Und dann habe ich doch sehr lange drauf gewartet, weil es dann doch irgendwie nicht verfügbar war. Warum auch immer. Aber es ist am Ende dann doch noch bei mir angekommen, wo ich mich sehr darüber gefreut habe. Und zwar ist das Sommer im Treibhaus von George Turner aus dem Surkamp Verlag. Es ist hier in einem sehr, sehr schlichten Pink gehalten. Also es ist sehr leuchtend. In der Kamera wirkt es sogar noch leuchtender, als es das ist. Und hier die Umwelt bzw. das Klima ein Akteur. Und zwar passieren hier in dieser Gesellschaft andauernd, ja, Katastrophen, also Umweltkatastrophen. Der Mensch hat sich an diese Katastrophen gewöhnt und versucht immer neue Landstriche zu bevölkern, weil
weil einfach das Klima so unberechenbar geworden ist, beziehungsweise sich, glaube ich, in manchen Teilen so gar nicht mehr zu leben getraut wird, sage ich mal. Und genau in diesem Buch, genau um das soll es in diesem Buch gehen. Auch hier bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Hier vorne steht noch Science-Fiction-Roman, fantastische Bibliothek. Ich weiß noch nicht, wo mich das jetzt hier hintreibt. Auf jeden Fall sind diese Menschen hier irgendwie auf der Suche nach, wie ich schon sagte, auch nach neuem Land. Und sie ziehen sich dann nach Grönland zurück und müssen dort natürlich das Eis schmelzen. Und da legen sie irgendwelche Getier frei, die sehr, sehr groß sind. Und sie erzeugen dadurch ein mechanisches Getier, was dieses Getier wiederum töten soll, vernichten soll, ich weiß es nicht genau. Und ja, auch hier war es so, dass hier wieder das Klima im Vordergrund steht und mich deswegen das sehr, sehr interessiert hat. Und mal sehen, wie mich das hier überzeugen kann. Auch hier bin ich ein ganz klein wenig skeptisch, aber ich dachte, ich probiere es einfach mal. Und es hat mich hier auch sehr, sehr neugierig gemacht. Und als ich dann das Buch in der Hand hatte, war ich etwas erschrocken, weil, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, auch hier der Schriftsatz sehr, sehr dicht ist und sehr, sehr viel auf der Seite steht. Aber in Ein Freund der Erde ist es sehr ähnlich. Auch hier ist der Schriftsatz sehr, sehr dicht. Ich weiß nicht, ob das bei Klassikern so der Fall ist, ob die sehr dicht beschrieben werden müssen. Aber auf jeden Fall habe ich davor auch noch ein bisschen Angst, weil es liest sich immer nicht so wunderbar, wenn der Schriftsatz so extrem dicht ist. Aber ich lasse mich davon nicht abschrecken. Ich gebe mein Bestes, diese Bücher zu lesen. Vor allen Dingen, weil mich dieses Thema auch so unglaublich interessiert. Bei dem letzten Buch ist es eine Neuauflage des Werkes, und zwar vom Fischer Klassiker Verlag. Der hat das Buch nochmal neu herausgebracht. Und zwar geht es hier um Berge, Meeren und Giganten von Alfred Döblin aus dem Fischer Klassiker Verlag. Und das Buch sieht wie folgt aus. Genau. Und auch hier finde ich, dass das Buch unheimlich stimmungsvoll aussieht und mir schon sehr, sehr viel Lust darauf bringt, dieses Buch zu lesen. Alfred Döblin ist kein Unbekannter. Ich glaube, dem einen oder anderen sagt er was. Und viele seiner Bücher sind jetzt in diesem Fischer Klassiker Verlag Format neu aufgelegt worden. Und hier in Berge, Meere und Giganten geht Döblin der Frage nach, was mit dem Menschen passiert, wenn er so weitermacht. Und das in Bezug auf das Klima bzw. unsere Umwelt. Und das ist eine sehr, sehr spannende Frage, und ich hoffe auch hier, dass ich genau das bekomme, was ich so ein bisschen erhoffe, und zwar, dass wir hier viel über das Klima lesen, viel über unsere Umwelt und natürlich auch im Zusammenhang mit dem Menschen. Und was passiert, wenn der Mensch so weiterlebt wie bisher, und was dann mit unserer Erde passiert. Ja, dieses Buch ist vom Schriftsatz her auch relativ stark ebenfalls bedruckt. Also es bildet sich ein Muster ab bei den modernen Klassikern. Und aber auch das soll mich nicht abhalten, das Buch zu lesen. Es hat nur sehr, sehr viele Seiten. Also wir sind hier schon bei fast 650 genau. Die anderen sind ja etwas von den Seitenzahl etwas kleiner. Das hat hier knapp 400 Seiten. Und das gute Stück hier sind wir bei auch 400 Seiten. Also eigentlich gehen die ersten beiden Bücher von den Seitenzahl her etwas stärker. Aber ich freue mich trotzdem auf die Bücher, auch wenn der Seitensatz sehr, sehr dicht ist und die Seitenzahl jetzt vor allem bei Döblin recht hoch ist. Aber ich freue mich trotzdem sehr auf die Bücher, vor allem, weil ich mir sehr, sehr viel erwarte von den Büchern. Das waren nun meine ersten Neuzugänge, die ich euch zeigen möchte. Und ich freue mich schon sehr auf die Bücher, denn ich habe sie mir tatsächlich ganz bewusst gekauft und hoffe, dass sie mich wirklich überzeugen können und dass ich sehr, sehr viel Lesefreude damit haben werde. Wenn ihr eins dieser Bücher kennt,
dann lasst doch gerne einen Kommentar unter dem Video da und sagt mir, wie ihr die Bücher fandet oder das Buch, je nachdem. Aber auch wenn ihr es nicht mochtet, wäre ich sehr froh, wenn ihr eure Meinung in den Kommentaren einfach da lassen würdet. Ich hoffe, dass ihr viel Freude bei diesem Video hattet und ansonsten bleibt es mir nur noch zu sagen, habt einen schönen Tag, habt schöne Lesestunden, passt auf euch auf und bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss!